Een beetje troosteloze omstandigheden, veel regen. Natuurlijk zouden ballen niet echt veel mensen wat er zitten. Is het ook een troosteloze avond geworden voor jullie? Ja, ik denk het was niet goed genoeg van ons. En, de omstandigheden, ja, maakt niet uit. Je moet alleen gas geven. En dat is ons niet gelukt. Je bereidt je van tevoren voor op zo'n wedstrijd hier. Is dat dan toch nog van invloed? Ja, normaal darf das kein Einfluss sein. Also, es geht immer um 3 Punkte, egal wo man spielt, egal gegen wen man spielt. Und dann muss man einfach Gas geben. Und das ist uns in der ersten Halbzeit heute nicht gelungen. Zweite Halbzeit war schon besser, aber ja, es war im Endeffekt nicht gut genug. Ja, weil als Verteidiger kannst du alles übersehen. Und was hast du denn gesehen in der ersten Halbzeit? Ja, wir waren nicht gut genug am Ball, waren zu langsam mit dem Ball. Auch gegen den Ball, wir haben nicht wirklich Druck auf den Ball bekommen, haben den Gegner zu leicht rausspielen lassen und ja, es war einfach nicht gut genug. Und was hat gefehlt? Wieso habt ihr kein Tor gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir waren einfach nicht gut genug am Ball, haben uns keine klaren Torchancen rausgearbeitet, hatten am Ende vielleicht 2, 3, aber ja. Nicht genug Torchancen herausgespielt, um dann im Endeffekt auch ein Tor zu machen. Ja. Und jetzt, was kann man lernen von diesem Match und ist es jetzt schon mal Richtung nächste Woche gut? Ja, man sieht in der Liga, wenn man nicht 100% da ist am Tag, kann man gegen jede Mannschaft verlieren und das muss uns jetzt bewusst werden, dass wir jeden Spieltag 100% da sein müssen. Wie ist die Atmosphäre jetzt? Ja, natürlich, jetzt sind alle niedergeschlagen, aber ich denke, wir müssen den Blick jetzt auf nächste Woche richten, das nächste schwere Auswärtsspiel. Und da müssen wir uns jetzt drauf fokussieren. Weil wenn eine Mannschaft für das erste Mal verliert, dann kann man vielleicht auch etwas lernen über die ganze Mannschaft, doch? Ja, natürlich. Keiner will verlieren, aber es gehört nun mal leider zum Fußball dazu. Und man hat gemerkt, wenn man nicht bei 100% ist, ja, dann wird es schwer in der Liga. Und das müssen wir jetzt daraus lernen aus diesem Spiel.